Sag Renato, wenn er nicht geht, würde man ihm vorwerfen, irgendwie tarnische Relikte aus unserem Laden stehlen zu wollen. Er würde einen Prozess durch den Rat der Annam Vater nicht riskieren wollen. Allein zieht er einen kleinen Holzkäfig aus den Fallen ihrer Rupe. Wenn er nicht hört, sag ihm, dass sein schlaffes Organ in einen Käfig enden wird, genau wie dieser schwarze Käfer. Futter für unsere Vögel. Das ist ziemlich übel. Vielleicht könnte ich das dieser Annam Vater mal stecken, was diese Alari hier treibt. Natürlich, wenn ich mit der besser gestellt bin. Ich sag mal, ich werde die Botschaft überbringen. Alari nickt. Komme wieder, wenn der Valianer aus Zwingsum verschwunden ist. Alaris Holzkäfig im Lager abgelegt? Questgegenstände, wahrscheinlich, In diesem rudimentären Holzkäfig befand sich einst ein winziger kleiner schwarzer Käfer. Eine versteckte Warnung Alaris an Renato. Ach, und die Katze, die bringen wir bald zu unserer Burg. Harte Verhandlungen. Alari behauptet, er wäre gekauft, nicht zum Weiter. Zu vermeiden. Alari glaubt, dass er freiwillig geht, wenn ihm damit drohe ich. Er werde wegen des Handels mit den vitalischen Relikten angeklagt. Ja. Ich hoffe mal, die haben die Möglichkeit eingebaut, dass irgendwie bei der Obermackerin da, bei dem Oberhaupt, eben den sechs Wegen richtig zu stellen. Weil sonst wäre das richtig doof, wenn man hier nicht der Unparteiische sein kann und das wirklich richtig stellen kann, weil auf beiden Seiten sind sie im Unrecht so gesehen. Wenn er es für den Eigengebrauch benutzt hat, Sure. hat er uns eine Lüge aufgetischt. Und wenn sie hier solche unlauteren Mittel benutzt, um ihn aus der Stadt zu jagen, ist das auch nicht richtig. Beziehungsweise sie will, dass er ermordet wird. Das können wir alles nicht zulassen. Das ist nicht richtig. Meiner Meinung nach. Okay, das hier muss der Markt sein. Und schon kommen die Katzen zu mir gelaufen. Wolfbegleiter, Kind, Jägerin, Tamra, Jägerin, okay. Trutzbuchtadliger. Okay, es sind mehrere Händler hier. Gucken wir mal uns einen nach dem anderen an. Builder's Wisdom to you. Du siehst wie ein Jäger aus, Estrambo. Derns Waffen beschützen vielleicht den Mann, der das Missgeschick sucht, einem aber meine Waren helfen, die in der Wildnis zu überleben. Dann zeig mir mal deine Waren. Du bist eine ziemlich teure. Was bist denn du? Entschlossenheit, sehr schön. Ich mag das nicht. Lauter Gewinnländer mit einer Abgabe. Teuer, du bist Entschlossenheit plus 2. Du bist irgendwas. Du bist ein Streitkolben. Okay, Arkebusen werden als Arkebusen. Ah ja, Entschlossenheit plus 2 sind auf jeden Fall Pistolen. Gute Arbalest, gute Arbalest. Du bist ein Stab, du bist ein Intellektumhang. Aha. Dracheneier, Bier, Kakao, Ebenholzfigur einer Spinne. Einmal pro Ruhephase. Beschwört Witwenmacher, zwei Witwenmacher, Jungspinnen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben bessere Beschwörungsdinger mittlerweile, okay. Nächster Händler. Alari kümmert sich um alle Geschäfte. Ich gehe nur bei ihr in die Leere. Ah, super. Diese Regale werden vom Moschusgeruch seltsamer Kräuter umhüllt. Die reifensaftigen Früchte geben leicht unter Daumen nach. Oh, Obsthändler. Hail, Estremor. Etwas zu essen für den Weg. Ich habe hier viele köstliche Käse und frisches Obst. Erzähl mir von deiner Arbeit.
Ach, mein Leben ist einfach und eignet sich nicht zum Erzählen. Ich kümmere mich um den Garten und die Herde. Meine Familie pflückt das köstliche Obst hinter mir. Die Götter haben es immer gut mit mir gemeint. Ich sehe mal, was du hast. Du wirst es nicht bereuen, aber bitte nicht probieren. Kakao, Geflügel, Fleisch. Weißt du was? Ich habe so viel Geld. Ich kaufe einfach mal alles an Zutaten, was die Leute so haben, auf. So. Ups. Rechtsklick für Details. Gibt es eigentlich nicht einen schnell ins Inventar packen Knopf? Scheinbar nicht. So. 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 Gut. Okay, du siehst wie ein Waffenhändler aus. Estremor. Diese stämmige Frau lächelt dich breit an, als du dich näherst. Ah, du hast es gehört, wie ich sehe. Eine gute Klinge hat eine Stimme, die ihren Besitzer zu singen. Welche Waffe hat nach dir gerufen? Erzähl mir von deiner Handwerkskunst. Meine Waffen sprechen für sich und jeder Mann und jede Frau auf diesem Markt kennt meinen Wert. Selbst Tamra. Ich trage das Wissen meines Vaters in mir und das meiner Mutter vor ihm. Nimm eine meiner Klingen in die Hand und du erhältst eine Waffe, die über 5 Generationen perfektioniert wurde. Derwin schnaubt verächtlich. Sie sagen, ich sollte solch gute Waffen nicht an Estremor vergeuden. Ich sage, eine gute Waffe, die unbenutzt verstaubt, ist wahre Vergeudung. Da hat's er recht. Hail Estremor. Zeig mal deine Waren. Okay. Fest zuschlagen. Wie genial. Sternrufer ist ein Streitflegel, du bist eine Keule und du bist ein Kriegshammer. Fest zuschlagen. Hups. Da sind Schilde. Verlorene Auenkettenrüstung. Die sieht ja mal cool aus. Die hat außergewöhnlich und Regeneration. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Helm des Finsterblicks. Der sieht mal cool aus. Was hast denn du eigentlich auf? Straßenräuberkutte. Ja, auf jeden Fall. Der ist mal gekauft. Und auch nur, weil er geil aussieht. Was? Ich dachte, ich sehe die Brillengläser. Das ist doch jetzt gemein. Du hast bereits, du hast auch. Da kriegst jetzt du die Wahrnehmungskutte. So. Und die letzte, die sieht aus, als ob sie Fleisch verkauft. Oder Lederrüstung. Builder's wisdom to you. Diese große Frau ist in Felle gehüllt. Sie wirft dir einen scharfen Blick aus dunklen Augen zu. Ich halte hier die besten Idee heute in ganz Glanfahrt, den Händen. So dick, dass sie kein Steak hier mit seinen Krallen durchbohren kann. Stiefel so weich, dass sie den Klang deiner Schritte verhöhnen. Womit handelst du? Ich trage es an meiner Haut. Ich verkaufe Tier heute von jedem erdenklichen Tier in Galloway. Estremor kommen aus allen Dörfern, um sie zu sehen. Wir sind als hervorragende Jäger bekannt. Jede Haut trägt die Geschichte einer großen Jagd in sich und unsere Händler tragen sie in jeden Winkel unserer Lande. Dann zeig mal, was du hast. Okay, die hat wirklich nur Rüstungen. Rohhautrüstungen hauptsächlich, aber davon brauchen wir nichts. Aber was wir machen könnten... also erstmal verkaufen wir hier die Kutten ihr. Das ist zwar nur Stoff, aber gut. Wo ist es denn? Mal bitte nach Gegenstandstyp sortieren. Haustiere. Der winzige Animate übrigens. Wir haben sogar ein riesiges Mini-Weltraumferkel. Schwarzer Hund. Beagle. Gelber Labrador. Wir haben schon 4 Katzen, aber nur 3 Hunde. Und 2 Schweine. So, wo... Aha, wir haben Tier heute. Ich weiß, dass wir... Ah, da. Stay-Gear heute, genau. So, und alles andere... sind Notizen. Notizen behalte ich grundsätzlich. Die
nehmen ja nicht wirklich Platz weg. So handeln. Gut. Und der Rest hat leider nichts zu sagen, hä? Nö. Gut, das heißt, wir können hier auch wieder raus. Ich habe ja leider niemanden gefunden, der Rubine besitzt. Da muss ich wahrscheinlich wirklich zu meinem Hehler in Trutzbucht, in Ondras Geschenk, der nur bei Nacht da ist. Und mir ein paar Rubine dort kaufen. Da sehe ich mal wenigstens meine Armbrust und Eddas Schwert verbessern kann. Oder? Eddas Schwert ist bis jetzt nämlich nur gut, wenn ich das mal auf außergewöhnlich mache. Noch besser wäre hervorragend, aber das braucht Stufe 12 und dafür brauche ich Flugdrachenaugen und Saphire. Außergewöhnlich wäre schon mal nicht schlecht. Plus 8 Genauigkeit, plus 30 Schaden. Jo. Habe ich. Ich habe noch gar keine Peitsche eingefügt, merke ich gerade. Frostpeitsche. Ja, Frostpeitsche hatte sein altes Schwert, soweit ich weiß. Also kriegt das mal Frostpeitsche. Achso, und das kann man gar nicht überschreiben. Okay. Ich kann nur das überschreiben. Wahrscheinlich. Requires Stufe 12, ja. Ja, aber auch dich möchte ich bitte verbessern. Du hast Feuerpeitsche drin, genau. Ich könnte dich auf jeden Fall noch außergewöhnlich machen. Naja, ich könnte noch die 4 Punkte reinpumpen, ja. Dann kriegst du halt keine Schadensspezialisierung drauf, aber das ist egal. Das sind Jäger, die sich unterhalten. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier in die das Haus hier rein. Die Krieger lassen uns ja zum Glück. Jo. Neue Karte. Hier hat die Marktpassage der 6. Oh, hier sind wertvolle Artefakte. Die 3 Stoßzahnstegier. Ach so, das sind die Stammessymbole. Die 2-mal gespaltenen Pfeile. Ah, sehr schön. Die Fischerkraniche. Die Steindornen. Die Hüter des Steins und die Kompasse der Führung. Ja, die Stoßzahnstegier, das sind die, mit denen ich so das Problemchen habe. Den Stämmen ausgeliefert. Na okay, hier steht bloß bevorstehender glafantanischer Hinterhalt, leider. Und das hier muss das Ratsding sein. I don't know if I should go through with this. Make the trade deal with the Anamainfath. Palegina streckt ihren Arm aus, bevor du die Halle betreten hast. Warte, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen und das Handelsabkommen mit der am Anamainfath aushandeln soll. If a Valian deal with the Glanfathens weakens the Deerwood. It could mean war for the Republics in the future. Sollte ein valianisches Abkommen mit den Glafantan und den Dürrwald schwächen, könnte das den Republiken in der Zukunft einen Krieg einbringen. Du hattest genügend Zeit, mit deiner innerlichen Zerrissenheit umzugehen. Ich muss mit der anderen am Pfad sprechen und werde nicht auf dein Gewissen warten. Verstanden? Das klingt etwas hasch. Bietet sich dir noch eine andere Möglichkeit? Ich habe die Idee in der Anamainfaths Head, dass die Republiken nicht interessiert sind in exclusive trade.
but limited trade of goods that they do not already trade with the Dear Woodlands. Ich könnte da meinem Vater in den Kopf setzen, dass die Republiken kein Interesse an Exklusivrechten haben, sondern vielmehr am eingeschränkten Handel von Gütern, die sie nicht schon mit den Dürrwäldern handeln.